Ob in der Ukraine oder sonst wo auf der Welt, von Frieden können Millionen Menschen nur träumen. Im Kampf der Machtblöcke werden ganze Generationen als Kanonenfutter für die Interessen ihrer Herrschenden verheizt. Die großen Verlierer der imperialistischen Kriege sind dabei die Arbeitenden auf beiden Seiten der Schützenkriege. Die einzigen, die in Kriegen gewinnen können, sind Industrie und Banken. Sie setzen dabei keinen Fuß auf die Schlachtfelder, beteiligen sich nur hinter den Kulissen. Solange wir in einer Klassengesellschaft im Kapitalismus leben, wird es immer wieder Kriege geben, das ist klar. Österreich nimmt in all den innerimperialistischen Widersprüchen eine besondere Rolle ein. 1955 hat sich Österreich zur immerwährenden Neutralität verpflichtet. Durch den EU-Beitritt bereits grob aufgeweicht, wollen einige Einpeitscher die Neutralität nun endgültig zu Fall bringen. Dagegen stellen wir uns mit aller Vehemenz. Nein, wir wollen keinen NATO-Beitritt und keine EU-Armee. Nein, wir werden nicht in ihre Kriege ziehen. Wir kämpfen für Frieden und Sozialismus. Wir sind die Jugend gegen Krieg.